Jo, und somit wieder herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Jurassic World Evolution 2. Ja, schon länger her, wo die letzte Folge kam, aber dennoch, es geht weiter. Ihr wisst ja ganz genau, ich hatte ja auch in der letzten Folge einen Speicherstand benutzt. Und ja, wir haben jetzt diesen Speicherstand genommen. Bedeutet, wir haben alles zu 100%. Und das hier war schon vorgebaut. Ich habe es natürlich einen kleinen Tick ein bisschen verschönert noch. Und ja, aber der Rest halt alles hier so und die Gehege, die waren alle schon da. So, was habe ich denn geplant? Also, ich habe natürlich weitere Dinosaurier ausgebrütet, beziehungsweise brüten lassen. Und ich glaube, wir müssen noch auswählen. Genau, ich mache das mal ganz kurz alles. Also, zuallererst möchte ich euch Minmi vorstellen. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob wir den schon gemacht hatten. Aber ich glaube noch nicht. Und wie gesagt, die dienen jetzt nur zu einem Zweck, weil ich mir gerade, ich möchte mir etwas angucken, ne? Und ihr werdet auch gleich sehen, was es genau sein wird. Also, kommt erstmal raus, meine Kleinen. Und wie viele es einfach sind. Ich bin Dr. Kejadur. Hi. Du schaust nach den Sauriern. Richtig. Ich schaue nach dir. Oh. Dankeschön. So, das hier sind sie. Vorne hat er, es sieht aus wie eine Schildkröte. Ist ja ziemlich strange. Oh, warte mal. Interagieren die miteinander? Ja, was denn? Ja, ihr habt diesmal hinten keinen Schwanz, ne? Bei euch ist halt so alles so kahl. Oha! Die prügeln sich also. Oh, warte mal. Der beißt in dem Schwanz ein. Da! Oh mein Gott! Warte, und so spielen die miteinander? Das ist ja komisches Spielen. Ja, aber an sich sehen die wirklich süß aus. Und das Gute ist, wenn ich ja hier alles zu Ende habe, dann werde ich mal ein paar Mods ausprobieren. Mal gucken, wie es dann läuft. Ich hoffe, der Scorpius Rex kommt hier nochmal rein. Das wäre nice. Okay, pass auf, die wollen ja ein bisschen Spaß haben. Und zwar können sie das mit dem Rex machen. Rexy, komm mal raus. Denn mit dem Rex habe ich einen großen Plan. Und der wird gleich kämpfen. Gegen seinen Erzfeind, sozusagen. Oh ja. Warte, unter dir. Tritt nicht kaputt. Oha. Wie gut es einfach ausschaut. So, aber Rexy, ruhig. Hi, ich bin Claire Deering. Ja, Claire, hi. Es ist bestimmt anstrengend, so viele neue Menschen zu treffen. Was für Menschen? Okay, ihr könnt schon sehen, er hat solche hellblauen... Es gibt keinen berühmteren Saurier als den T-Rex. Stimmt, der Rex ist halt wirklich der berühmteste von allen, ne? Und wenn man ihm direkt aus der Nähe in die Augen sieht, versteht man auch, warum er die Kreidezeit dominiert hat. Warum? Ich erkenne es nicht. Doch, man sieht schon halt, er ist halt echt ein krasser Brecher. So, und jetzt heißt es kämpfen. Denn du wirst gleich kämpfen müssen. Ich sag es dir. Ja, ruhe dich so lange aus, wie du nur kannst. Ja, steh auf. Schnappst du dir, Tiger? Ich glaube, der wird sich gleich einen schnappen. Er wird jetzt ganz langsam von hinten sich heranschleichen. Und dann bam, hat er ihn. Ja. Jetzt passiert nichts. Nein, oder? Boah, wie das ausschaut. Und wie groß er ist. Ja, ist ja gut, aber kannst du dich jetzt mal um die Dinos kümmern? Was ist das denn passiert? Ist er tot umgekippt? Gestorben in einem Kampf gegen Minmi? Okay, das ist strange. Noch nicht mal der Rex hat einen getötet. Oha. Okay, pass auf. Dann legen wir hier hinten mal los. Und zwar schauen wir uns jetzt mal den Ceratodactylus an. Komischer Name, aber das hier ist er. Und ich glaube, den haben wir noch nicht gesehen. Und er sieht gut aus. Das ist jetzt nicht die Standardfarbe? Ich bin George Lambert. Hi, George. Dass die Arbeit mit prähistorischen Tieren schwierig ist, hat ganz recht. Keine Ahnung. Oha. Aha. Ich habe es gerade gesehen. Das war ein bisschen fail. Aber dennoch war es cool. Ja, das hier sind sie. Sehen auch wieder viel besser aus als die Pteranodons. Ich weiß zwar nicht, warum die Pteranodons hier im Spiel so hässlich sind, aber die anderen sehen halt alle ganz gut aus. Oh, also irgendwie sehen die traurig aus. Oh mein Gott, der weint doch gleich. Was eine Sünde. Ja, flieg mal lieber. Hol dir was zu essen. Ah, was passiert denn da? Weißt du, da dachte ich einmal, der T-Rex kämpft gerade. Nein, kämpfen die halt wieder. Okay, aber jetzt die Frage. Was passiert,
wenn ich sie ausbrechen lasse. Na gut, wie kriege ich die da jetzt raus? Na egal, ich krieg das schon hin. Als nächstes werden wir den Nigersaurus machen. Ich werde ihn jetzt, ich weiß zwar nicht, wie der wirklich genannt wird, aber ich werde ihn natürlich nicht auf das typisch Deutsche halt aussprechen. So, verzeiht mir. Und ich weiß auch gar nicht, wie der wirklich ausgesprochen wird. Also, bevor ich was Falsches sage, lasse ich es. Aber er sieht süß aus. Oh, es kommen sogar zwei Stück raus. Wie süß die sind. Irgendwie kommen die mir vor wie Aliens. Ja, hi, Ru. Ja, ich weiß. Manche nennen mich auch einen Künstler. Ja, das hier sind sie. Ja, stimmt. Das Gesicht erinnert mich an König der Löwen vom Musical her. Da gab es die Hyänen und einer hatte so die Gesichtsform wie er. Okay, ja, aber das hier sind sie. Okay. Hey, aber an sich haben sie schon was Süßes. Oha. Na, ob die gleich was machen? Ja, ich denke mal, die lieben sich so, wa? Die streichen sich schon nebeneinander. Na? Der pennt im Stehen? Nee. Oh. Oh. Wie süß. Okay, das ist wirklich niedlich. Ja, gut. Dann haben wir hier schon mal den nächsten angeschaut. Ich wäre halt, wie gesagt... Diese Sauropoden des Nigersaurus. Also sind wir ganz ehrlich, wer diesen Namen erfunden hat jetzt für diese Saurier, da, keine Ahnung. Also, es passt einfach nicht. So, gut. Dann gehen wir hier erstmal hin. Den Plesio, ich glaube aber, den hatten wir schon. Deswegen gehen wir hier zum Tylosaurus oder wie ich ihn gerne nenne, den Tylosaurus. Und der Tylosaurus sieht dementsprechend so aus. Wie gesagt, wir werden noch welche kämpfen lassen. Hat was von Chrono. Alter, die sind ja riesig. Oha. Okay, der sieht fett aus. Das Kind gesagt hat, man solle nach dem Essen nicht schwimmen gehen? Dieser ja. Der Tylosaurus frisst sie, wenn sie auch nur Tylosaurus, okay. Der hat was vom Hecht. Traum eines jeden Seemanns. Okay, bewegt sich aber ein bisschen steif. Sehr steif. Guck mal vorne, die Flossen. Die bewegen sich gar nicht. Hallo, du hast vorne Flossen, die kannst du bewegen. Hey, mal gucken, wartet mal. Das bedeutet, wir haben hier drei Stück. Ob sie auch Fleisch essen? Mal schauen. Na, sieht wohl nicht so aus. Gut, Plesio, komm mal raus hier. Wir wollen nicht kämpfen sehen. Plesio gegen Tylosaurus. Ich weiß aber schon zu 100%, wer da gewinnt. Die sehen sehr, sehr klein aus. Und was sollen sie mit ihrem kleinen Mund machen? Die können wenigstens, höchstens irgendwas von der Haut wegschnappen. Aber das war's auch schon. Ach stimmt, das waren die, die so ausschauen wie Schlangen. Ja gut, dann heißt es jetzt nur noch warten, müsst ihr kämpfen. Stellt euch mal vor, ihr seid gerade auf dem Meer und dann erscheint so ein Dinosaurier. Was das für ein Gefühl wäre. Oha, da ist ein Fisch. Ja gut, weg ist er. Wie schnell der Plesio ist. Ich denke mal, der hat Angst. Ey, wie klein der Plesio ist im Gegensatz zu den Tylosaurus. Waren die wirklich so klein? Im Gegensatz zu den da drüben? Alle Dinosaurier sind friedlich, obwohl ich es eingestellt habe, dass sie, ja, sich angreifen. So, wir haben jetzt die Dinosaurier, haben wir jetzt alle da. Mit niemandem ist irgendwas passiert. Das bedeutet, wir werden jetzt, ja, den Spino. Den Spino haben wir bisher noch nicht gesehen. Nur einmal ganz, ganz kurz. Nun ist er da. Oh ja. Sogar ich Kabot. Muss gestehen, dass dieser Saurier beeindruckend ist. Der oh ja, dieser Dinosaurier ist übelst beeindruckend. Ich muss dazu sagen, man kann ja von Jurassic Park 1 und 2 kannte man die Rexe. Und dann im dritten Teil kam der geile Spino. Und der Spino war so eine Bombe. Das ist einem, ich sag mal, bis heute noch im Kopf geblieben. Auch mit dem Handy und so weiter, mit dem Telefon. Das ist einfach der Hammer. Und wie er da am Zaun steht und dann müssen sie laufen und dann, keine Ahnung. Diese Szenen sind bombastisch. So, und bei denen habe ich mir jetzt, also für diese Folge geplant. Er wird gegen den T-Rex kämpfen. Und das bedeutet auch, dass wir die Pforte öffnen werden. Die Frage ist aber, wird überhaupt jemand kämpfen? Zeig dich mal, Spino, kurz hier. Okay, das ist der Spino. Alles klar. Gut. Werden wir auch eventuell noch in einer anderen Farbe sehen. Aber das dauert noch. Oh. Ruhe dich erstmal schön aus. Und er pennt auch.
Leg dich hin, mein Freund. Oh, süß. Rexy. Hier ist dein alter Freund. So, rechts Spino, links Rexy. Come on, Spino, come on. Rexy. Ja, sehr schön. Die Ziege packst du dir, aber keinen anderen Dino. Warum? Es hat er eigentlich, also er hat das bisher nur ein einziges Mal gemacht, dass er etwas länger gedauert hat, aber der Spino ist doch da. Okay, sie werden doch getötet. Also ein Plesio ist tot und zwar von einem Tilosaurus. Das Dumme ist aber, man kann es nicht halt genau sehen, wann es passiert, weil irgendwie dauert es hier gefühlt eine Ewigkeit. Okay, diesmal ist der Spino auf der Jagd und zwar nach dieser kleinen Ziege. Okay. Ob er auch Fische essen würde? Könnte vielleicht möglich sein. Nein, jetzt leg dich nicht hin. Kämpf jetzt. Och, er ist so faul. Alle sind hier so faul. So, ich habe das Gehege jetzt sogar ein bisschen kleiner gemacht, damit sie sich begegnen. Und es scheint gleich soweit zu sein. Rexy kommt ganz vorsichtig an den Spino ran. Komm, hol dir den Spino. Oh yeah. Perfekt. Ah, die küssen sich fast. Oh, Spino, brüll du auch. Bitte, 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 bitte. Nein, er macht es nicht. Okay, aber egal. Oha. Spino. What the fuck? Alter. Ey, das ist ein... Oh mein Gott. Push dich, Rexy. Oh mein Gott, was eine Stellung. Eieiei. Na, Rexy, was denn los, hä? So, wer ist der Gewinner? Achso, 81% und Rexy hat 20%? Rexy verblutet? Oha, der Spino packt ihn sich jetzt? No way, oder? Oh mein Gott. Ach, schade. Es sah so aus, als ob er so eine Endanimation machen wollte. Ja, ruh dich aus und töte ihn dann gleich, ne? Ja, machst du, ne? Ja, mein Bester. Oh. Ach. Wie süß war das denn? Rexy, du bleibst hier, dein Ende naht. Oh, 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 oh. Rexy benimmt sich so, als ob sie wirklich Angst hat. Ja, ja, und jetzt extra zu den schwachen Dinos hingehen, weil die nichts machen können, ne? Guck mal, sogar er will sie beschützen. Okay. Oh, warte, warte, warte. Wait a minute. Alter, der hat ihn zurückgezogen? Na, ob das Rexy wirklich schaffen konnte? Ey, das sind Tonnen, was er gerade gezogen hat. Oh, es tut mir leid. Es tut mir einfach leid. Hä? Was, sogar der Spino? Oha. Okay, das bedeutet, die haben jetzt gerade jeden Dino hier in diesem Gehege getötet. Der Spino gefällt mir aber ein Ticken besser, weil ich liebe den Spino, gerade wenn es um die Filme geht. Aber Rexy ist halt auch der Hammer. So, jetzt zack, zack. Wer ist der Stärkere von euch beiden? Okay. Es geht weiter. Beide kämpfen wieder zusammen. Und ey, ich liebe das. Oh mein Gott. Warte mal, warte, 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 warte. Sah das einen minimalen Ticken aus, also außer dieser Handbewegung, die er gemacht hat, also mit seinen Armen. Kann das sein, dass es wie im Film war? Ich glaube schon. Ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher, weil es gerade so schnell ging. Außer halt, wie gesagt, mit seinen Armen, dass er in so eine Art sein Genick gebrochen hat oder was er da getan hat. Eieiei. Spino, ich mag dich. Gefällt's mir. Aber leider kannst du nicht ausbrechen. Tut mir leid. Ey, aber Rexy, es tut mir leid, ja. Es tut mir wirklich leid. So, aber die Folgen sollen ja auch nicht allzu lang gehen. Ich denke mal, in der nächsten Folge kommt noch eine Folge mit dem Indoraptor und den Indominus Rex. Es bleibt spannend. Und dann mal gucken, was ich dann noch so vorhabe mit Jurassic World Evolution 2. Ich hoffe trotzdem, euch hat's gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Kommi, Like oder ein Abo da. Also, bis zum nächsten Mal.